erstmal hallo an euch alle da draußen. Ich bin das Heidi. Heute bin ich auf dem Weg nach Frankreich in die Provence. Und zwar mit Kathi und Robert sind wir mit dem Motorrad unterwegs. Sag mal hallo, Kathi. Die zwei denken ja, dass sie meine Besitzer sind, aber sind wir mal ehrlich, heute Morgen haben sie gefroren wie die Schlosshunde, während ich ganz kuschelig warm in der Motorradhose in einer Beintasche eingekuschelt war. Und sie tragen mich umeinander, sie halten mir die Schneide scharf, sie ölen meine Klinge. Also man könnte sie eigentlich auch als das Gesinde bezeichnen. Jetzt machen wir gerade hier Mittagsrast. Und ich muss dann zwei ein bisschen Schweizer Bergkäse, Bauernbratwürste und Landjäger aufschneiden, auf das sie nicht schlapp machen, bevor wir am Urlaubsziel angekommen sind. Also wie ihr seht, absolut nichts, was mich nervös macht. So, nach 12 Stunden sind wir jetzt angekommen und ich nutze jetzt einfach die restliche Sonnenstrahle von diesem wunderschönen Abend aus, nehme noch ein kleines Sonnenbad und lasse mal mein Personal das Gepäck verstauen. Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Jetzt muss ich die Moderation doch mal wieder wenigstens kurzfristig an mich reißen. Ich wollte einfach nur noch mal ein paar erklärende Worte einfügen. Also gekauft haben wir das Heidi Production Knife bei Writing Turning Flipping beim Sascha. Der Bezug, genauso wie die Vorstellung des Messers, blende ich euch unter in die Videobeschreibung natürlich mit ein, beziehungsweise ich setze euch einen Link, dann habt ihr es ein bisschen einfacher. Während der Reise haben wir das Messer natürlich hauptsächlich zum Lebensmittelzubereitung benutzt, also zum Feschborn, zum Kochen. Es war bei den ganzen Wanderungen dabei, es war bei den Motorradtouren dabei. Genauso habe ich aber auch an einem Fluss mit Schwemmholz rumgeschnitzt und das Zeug ist also wirklich pervers. Das wird von den Flüssen, vom Wasser 1000 Mal gegen Felsen geschlagen, es liegt in die Sonne, wird von der Sonne gedörrt. Das Zeugs ist stahlhart. Also das war wirklich heftig. Genauso haben wir dann später bei einer Wanderung auch noch ein morsches Olivenholzstämmchen ein bisschen damit bearbeitet. Aber das seht ihr ja dann in der nachfolgenden Szene alles dann nochmal in Farbe und in Natur. Bevor ich jetzt wieder das Video einblende, noch eine kleine Info unter uns, also denkt dran, wenn das Heidi spricht, das bin nur ich. Weiterhin viel Spaß. So, hier vernasche ich gerade eine französische Salami, ein bisschen Ziegenkäse. Und aus dem Käse möchte ich meine Klinge gar nicht mehr rausziehen. Der ist so lecker. Und im Hintergrund hört ihr jetzt vielleicht den Flussrauschen. Ich denke, da werde ich nachher noch eine kleine Runde Bade gehen, auf dass ich mir meine Kydex nicht versau. So, hier sind wir jetzt zwischen Col d'Allot und Col de la Cayelle, also in der französischen Seealpe. Und hier lasse ich mir meine Klinge baden.
habe ich das gute Stück jetzt ja schon ein paar Wochen im Gebrauch. Die meiste Zeit dient es mir als EDC-Begleiter und dementsprechend ziehe ich es überall mit rum. Vorzugsweise, wenn ich eine Jeans trage, in die rechte vordere Hosentasche. Und wenn ich Cargohosen, Motorradhose, Trekkinghose anhabe, dann habe ich es meistens in der rechten Beintasche. Mit der Schneide bin ich extrem zufrieden. Das Messer kam super scharf out of the box, war also einwandfrei geschliffen. Die Schneidphase war sauber angebracht und sie war sehr, sehr scharf. Aber nach rund einer Woche hat es mir einfach keine Ruhe gelassen und ich habe gedacht, komm, ich möchte das ein bisschen polieren. Also bin ich hergegangen, habe es nochmal ganz leicht angeschliffen. Dabei wurde dann die Spitze absolut symmetrisch ausgeführt. Das war also quasi ein Nebeneffekt und dann habe ich die Schneide poliert. Seitdem habe ich das Messer nur hin und wieder mal über einen Lederriemen abgezogen und selbst jetzt nach dem Schnitzen von wirklich richtig hartem Schwemmholz, das also in einem Gebirgsfluss, wenn ich jetzt hier den Papiertest mache, funktioniert das einwandfrei. An den Rändern sieht man, dass es ganz klein bisschen ausfasert. Aber ich denke, nach wochenlangem Gebrauch ist das vollkommen in Ordnung. Für die Essenszubereitung, fürs Schnitzen allemal noch scharf genug. Was mir jetzt aufgefallen ist, wofür das Messer aber nichts kann, sondern was meine eigene Schuld war, ich habe es vorher erwähnt, ich trage das Messer immer in die rechte Hosentasche, ob am Bein oder in der Jeans vorne. Jetzt habe ich mittlerweile einige Kilometer an Wanderungen zurückgelegt. Im Moment bin ich gerade in der Provence. Wir haben Gott sei Dank ein Traumwetter. Es ist so, dass ich mich jetzt also nicht in der Sonne aufhalten kann zum Hinsitzen, weil sonst brennt es mir die Glatze weg. Sprich, wir schwitzen. Bei einer Wanderung, wenn ich damit vespere, habe ich natürlich teilweise dann richtig klatschnasse Hände. Und wir sind auch im Meerwasser ausgesetzt. Also sprich salzhaltigem Wasser. Nach der letzten Wanderung habe ich das Messer eigentlich nur vorne die Klinge sauber gemacht und habe es weggelegt und habe es ein paar Tage liegen lassen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich hier am Griffrücken und hier am unteren Teil des Griffs und da ganz leichte Rostspuren drauf habe. Jetzt bin ich dann hergegangen und habe in Ermangelung eines Besseren gleich Olivenöl drauf, habe mit einem Hölzchen von einem Zündholz das ein bisschen drüber gearbeitet und habe einiges weggekriegt. Die Nahaufnahme blende ich euch jetzt hier ein. Jo, und als nächstes werde ich jetzt versuchen, ich habe einen Abziehriemen dabei, ob ich, wenn ich hier über diesen Leine-Teil gehe, ob ich es dann nicht noch ein bisschen besser wegbekomme und dann öle ich es gleich wieder ein. Also wie gesagt, es ist ein D2-Stahl, der Rost träge ist. Das ist auch einwandfrei, aber an der Stelle, wo halt Salz, vielleicht sogar noch Apfelsäure und mein Handschweiß zu lang drauf war, hat sich eben leichte Rostnarbe gebildet. Wenn ich zu Hause bin, werde ich es auf alle Fälle leicht überpolieren. Da bin ich überzeugt, dass es komplett weggeht. Nur bis es jetzt soweit ist, probiere ich es einfach mal mit den Mitteln, die mir hier zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich mache die Scheide drauf, weil das Ding ist wirklich scharf. So, ihr habt jetzt ja gesehen, dass ich da drüber poliert habe, quasi mit diesem, ja, ich weiß nicht, was für ein Gewebe ist. Es ist irgendwie so ein Leine oder wie so ein Rollladegurt. Aber ich denke, jeder, der einen Abziehriemen hat, kennt das. Ich versuche jetzt hier dieselbe Einstellung
zu zeigen, wie vorher bei dem eingeblendeten Foto. Ihr seht, man kann noch ein bisschen was erkennen, aber es ist, sage ich mal, zu 80% besser. Da wir mit dem Motorrad oder mit dem Kraftfahrzeug allgemein unterwegs sind, habe ich jetzt ein ganz kleines bisschen Motoröl auf dem Zewa und habe damit den Stahl eingerieben. Hier sieht man noch einen ganz kleinen Schatten. Aber wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, das jetzt hier sind Makroaufnahmen. Und hier seht ihr, dass ins Bild komme. Hier sieht man auch noch zwei ganz kleine Narben. Es hat ein bisschen was gebracht. Es ist jetzt nicht so, wie wenn nichts passiert wäre. Ich denke, ich werde zu Hause auch mit Nervadal da noch ein bisschen drüber gehen. Einfach, dass ich die Rostansätze aus den Poren rauskriege. Worauf ich raus will, ist, das Teil macht so einen guten Job, dass ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe drum, dass hier irgendwas schief gehen könnte. Das ist ja irgendwo, also gerade jetzt bei mir als i-Tüpfele-Scheißer, ein recht gutes Kompliment an den Messer. Wenn er was im Hintergrund hört, das ist Kati, die hier rumraschelt. Der Funktion tut es natürlich keinen Abbruch. Es ist ein Schönheitsfehler, der auch nicht dem Messer verschuldet ist, sondern meiner Blödheit. Normalerweise, wenn ich ein Werkzeug benutzt habe, pflege ich es danach. Als zweites, einfach nur als Tipp, auch unterwegs findet man irgendwas, mit dem man einen Stahl ein kleines bisschen reinigen kann. Und wenn ich jetzt nicht mit dem Kraftfahrzeug unterwegs bin und dort den Ölmessstab ziehen kann oder Reserveöl dabei habe, dann ist ein gutes Olivenöl immer noch besser wie nichts. Das rutscht weg. Ist zwar knüppelhart, aber irgendwie, wenn du es mal angeknackst hast, dann zerbröselt es. Auf alle Fälle ist es. Gerade da, wo es Äste hat, extrem hart. Einwandfrei. Ich habe das Messer nicht nachgeschliffen. Ich habe es immer nur über das Leder gezogen. Und möchte jetzt noch mal ein bisschen eine härtere Sache probieren. Heute möchte ich jetzt einfach mal Polyamidseile durchtrennen, schaue, wie weit das Messer das mitmacht. Aber man merkt, da muss das Messer schon ein bisschen mehr kämpfen. Aber kein Problem. Also ihr seht, trotz dem Schwemmholz, trotz Gemüseschäle, und ich habe jetzt nicht nur zum Beispiel Tomate geschnitten, sondern ich habe auch Karotten geschnitten und habe Karotten geschabt. Das ist ja also wirklich jetzt so eine Schabbewegung quer zur Schneide. Ist natürlich jetzt nicht so toll für die Klinge. Aber ihr seht hier, es macht das Ganze recht klaglos mit.
Ich habe jetzt hier ein Stück, das müsste Buche sein. Ihr seht, ist also recht üppig dimensioniert für das Heidi. Okay, das war mein Baton. Nehmen wir mal was Festeres. Also ihr habt gesehen, das ist jetzt natürlich gemein, zumal ich jetzt auch beim Batone vorne an die Griffschale angestanden bin, aber ohne Problem. Was ich auch noch betonen möchte, ich hoffe, das kann man später bei der Makroaufnahme noch erkennen, trotz dass das Messer in der Kydex-Scheide steckt, habe ich von dem, weiß der Geier, wie viel 100 Mal raus und rein mache, kein einziger Kratzer auf der Klinge. Das finde ich sehr, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise hat man dann immer diese Schleifspuren, diese Schleifkratzer, die es im Laufe der Zeit gibt. Ist jetzt aber bei meinem Exemplar nicht. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt hier Kratzer beim Batone reinknall, die jetzt nachher meine Aussage Lüge strafet. Aber bisher ist das Ding wirklich absolut clean. Und ein wunderbarer Traum. Das Teil steckt was weg, auch die Spitze. Hat jetzt überhaupt nicht drunter gelitten. Ich mache das Messer zu Hause sauber, werde dann einen Papiertest durchführen, mache euch ein paar Makroaufnahmen, dass ihr euch über den tatsächlichen Zustand überzeugen könnt. Und um jetzt mal so ein Abschlussfazit zu beginnen, muss ich sagen, das Messer ist nahezu perfekt. Ich jammere jetzt auf extrem hohem Niveau und zwar für mich, für meine Hände, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich Jammern auf extrem hohem Niveau. Für meine Hände könnte hier hinter diese obere Rundung des Griffes, knapp bei der Lanyard-Öse, ein kleines bisschen runder sein, weil das drückt mir beim Arbeiten in die Hand rein. Ist jetzt also nicht so, dass es nach 5 Minuten passiert. Man muss schon eine Weile schnitzen, dass man das spürt. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht damit leben kann. Also alles gut, nur wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, dieses Stück ein bisschen entschärfen. Von der Handlage, von der Benutzerfreundlichkeit bin ich nach wie vor begeistert. Ich habe es jetzt nahezu jeden Tag dabei gehabt, auch im Geschäft, bei der Arbeit. Und habe mir dann meinen Apfel geschnitten und so weiter. Und was für den Alltag auch ausreichen würde, ist, wenn man die Klingenstärke auf 2,5 mm oder so runternehmen würde. Aber wie gesagt, es ist jetzt wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Andererseits kann ich jetzt natürlich mit dieser Klinge, ihr habt es gesehen, hier auch recht harte Holzprügel auseinanderkloppen und batonieren, was man denn mit einer feinen Klinge natürlich nicht mehr machen sollte. Also summa summarum, Heidi und Sascha, ihr habt da ein absolut taugliches Produkt auf die Welt gebracht. Ich habe nach wie vor sehr viel Freude damit. Ich benutze es viel, ich benutze es gern. Meine anderen Messer sind ein bisschen traurig, dass ich das Heidi so oft dabei habe, aber da müsst ihr jetzt halt durch. Und ich muss sagen, als Allrounder absolut genial. Ob das jetzt in der Küche ist, in der Jeans, in der Hosentasche, vorne trage ich es gern, hab's dabei. Es ist gesetzeskonform, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Die Ergonomie ist klasse, die Schneidperformance ist klasse. Also Jungs,
Ich würde es mir sofort wieder kaufen. Wirklich wahr. Ganz, ganz toll. Hi, da bin ich wieder. Für mich ist jetzt ein neuer Tag angebrochen. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe euch ja versprochen, dass wir jetzt noch einen Schärfetest machen mit dem Heidi, um zu schauen, wie es die Tortur gestern weggesteckt hat mit dem Bucherholzscheit und der Schnitzerei. Ich habe die Klinge jetzt also mittlerweile sauber gemacht. Ich habe sie einfach unter fließendem Wasser mit ein bisschen Spüli abgewaschen, bin mit einem ödigen Lappe drüber, damit sich kein Rost bildet, dass eine Schutzschicht drauf ist. Und jetzt schauen wir mal, wie das Teil schneidet. Hier seht ihr die Kante des Papiers. Also ihr habt gesehen, hin und wieder hat es mal ein bisschen gemuckt, wobei ich jetzt natürlich die Kamera vor der Brust hatte und dann quasi so geschnitten habe. Ich bin extrem überrascht. Also nicht, dass ich dem Messer nicht viel zutraue, überhaupt nicht, aber ich bin wirklich überrascht, wie sauber und wenig ausgefranst die Papierkanten sind. Also ich werde das Teil jetzt nicht mal übers Leder ziehen. Ich bin vollauf zufrieden mit der Schneidperformance, die sich erhalten hat, und hätte das für einen D2-Stahl, der ja nicht schlecht ist, aber für einen D2 hätte ich das nicht zugetraut. Also eindeutig ein Zeichen dafür, dass die Firma Bestech ihren Stahl im Griff hat, sehr gut bearbeitet und behandelt. Also wirklich Chapeau. Ich füge euch spätestens jetzt oder schon während ich so am Sprechen bin neue Makroaufnahmen ein, die ich also erst jetzt im Anschluss an diese Sequenz aufnehmen werde, einfach um euch den Zustand der Klinge zu dokumentieren. Ich sehe jetzt auf Anhieb ein oder zwei Mikrokratzer, die ich durchs Betoner und so weiter verursacht habe. Aber jetzt gerade vom Ein- und Ausziehen aus der Scheide ist also nichts zu sehen. Finde ich sehr, sehr toll. Ist also offensichtlich der Beweis, dass man Kaidex-Scheide bauen kann, die das Messer nicht verkratzen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Diese Rostflecke werde ich euch nachher zeigen, zumindest das, was übrig geblieben ist. War meine eigene Schuld, kann das Messer nichts dafür, hat sich aber Gott sei Dank schön entfernen lassen. Was ich schon angesprochen habe, ist, dass der Griff hinter meiner, für meine Hand ein bisschen runder sein dürfte. Eine Klingenstärke von 2,5 mm würde es, denke ich, auch tun, zumindest wenn man das Messer bestimmungsgemäß einsetzt. Und dadurch würde die Schneidperformance, die ich persönlich als sehr gut einstufe, mit Sicherheit nochmal besser werden. Wenn ihr die Bilder anschaut, dann achtet mal bitte drauf, hier vorne am Griff, hier, wo also die Griffschalen, dieser Hybrid aus G10 und Carbon, beginnen auf beiden Seiten, die hatten beim Betonen durchaus Kontakt mit dem Bucherholzscheit. Und zumindest jetzt mit dem bloßen Auge kann ich keinerlei Beschädigungen erkennen. Also sie waren nicht im Holz drin, sondern am Holz dran, logischerweise. Ja. Also man kriegt sie mit Sicherheit kaputt, aber ich bin angenehm überrascht, dass die keinerlei Schäden davon getragen haben. Zur Scheide bin ich nach wie vor komplett zufrieden. Sie ist unauffällig, sie hält das Messer gut und sicher drinnen.
Die Anbringung des Techlocks ist meiner Meinung nach, zumindest für mich, nicht nötig. Also es ist natürlich ein Produkt, das für viele Menschen konzipiert wurde, das ein breites Spektrum abdecken muss, um erfolgreich zu sein. Für mich persönlich, der ich das Messer wirklich als Taschenmesser benutze, wäre es natürlich toll, wenn die Kydex auf diese Ösen verzichten würde, hier, sage ich jetzt mal, feiner verschraubt wäre und man sich dann einfach dieses übrige Material an den Ösen gespart hätte. Aber wie gesagt, es ist jetzt meine persönliche Präferenz. Wenn man sich daran stört, dann kann man sich für 20 Euro ja mit Sicherheit eine kleinere Scheide bauen lassen oder probiert sich selber mal dran. Ich wechsle immer mal durch, aber das Teil habe ich wirklich jeden Tag bei der Arbeit mit dabei, um mir jetzt einfach beim Feschbohren einen Apfel zu schneiden oder sonst irgendwas zu machen. Auf die Schiffe nehme ich es natürlich nicht mit, dafür ist es mir zu schade. Da habe ich mein Tenacious als Arbeitsmesser. Aber das Teil habe ich wirklich jeden Tag bei der Arbeit im Rucksack bzw. auf dem Schreibtisch liegen. Ein absolut tolles Messer. Ich wollte jetzt das Wort geiles Messer nicht benutzen, jetzt habe ich es doch gemacht, aber ich denke, es trifft's. Also wirklich gelungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich jetzt mal als sehr, sehr gelungen einstufen, auch wenn es nur ein D2-Stahl ist. Aber das Messer hat Charme, es ist, sage ich jetzt mal, sticht aus der Masse hervor. Es hat einen extrem hohen Praxiswert. Durch diese charmante Background-Infos, die ich euch ja bei der Vorstellung habe weitergeben dürfen, wünschen wir diesem Produkt und im Heidi und natürlich auch im Sascha wirklich viel Erfolg von ganzem Herzen. Wenn eine Mid-Tech-Version rauskommt, habe ich bestimmt auch wieder Sabber im Mundwinkel hängen. Ich hoffe, das wird der Fall sein, dass diese Serie so erfolgreich ist, dass sich eine Mid-Tech-Serie lohnt. Ganz großes Kompliment Sascha, Heidi und aber auch an Bestek. Ihr habt ein ganz tolles Produkt auf den Markt geworfen und ich habe den Kauf nicht bereut. Das tue ich selten, weil ich mir vorher meistens was überlege. Würde ich mir dieses Messer wieder kaufen, wenn ich es verliere? Ganz klares Ja. Sofort würde ich wieder kaufen. Um das Fazit jetzt einfach auf den Punkt zu bringen, ist so ein, Entschuldigung, aber so ein geiles Messer. Es liegt toll in der Hand. Klar, wenn ich jetzt natürlich Wemholz schnitze, nach 20 Minuten tut einem die Hand weh, weil der Griff eben relativ filigran ist. Es ist auch kein Outdoor-Messer in dem Sinn. Aber das Teil ist so genial. Vor allen Dingen, Bestek hat den D2 extremst gut im Griff. Ich war so erstaunt, was die Schneide wirklich mitmacht, was die Spitze mitmacht, beim drauf rumdengeln, sind ja alles Dinge, wofür es eigentlich nicht konzipiert ist. Aber das Messer ist wirklich fantastisch. Ich bin so froh, dass ich es mir gekauft habe. Natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich der Erste war, der das Messer in Deutschland vorstellen durfte. Sascha, nochmal liebe Grüße und vielen, vielen Dank für diese Exklusivrechte quasi. Als letzter positiver Punkt möchte ich noch anführen, dass das Messer zumindest jetzt zu der jetzigen Gesetzeslage 42a-konform ist. Das heißt, ich darf es mit mir führen. Ja, ich ziehe es jetzt nicht unnötig in die Länge. Carsten, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder grinsen und auf die Uhr gucken, wie lange das Video schon läuft. Liebe Grüße. Ich wiederhole es nochmal, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr, sehr gut. Es ist ein Messer, das man nicht an jeder Straßenecke findet. Die Tauglichkeit ist meiner Meinung nach riesengroß. Ich habe weiterhin viel Spaß damit. Ich werde es weiterhin pflegen, in Schuss halten und mit Freude benutzen. In diesem Sinne schließe ich jetzt. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Egal was passiert, irgendwie kriegen wir es rum. Denn ganz, ganz wichtig, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut, ciao. Auf das Production Number One. Zum Wohl. War jetzt ein kleiner Crush. Kathi ist am Kochen.
Ich habe vorher Zwiebeln geschnitten. Sie hat jetzt gerade das Risotto am Zaubern und hat mir jetzt noch so einen kleinen Appetitanreger gebracht. Ja, um zurückzukommen. Es ist also wirklich so, ist ein ganz, ganz tolles Messer. Vor allen Dingen die Idee, die der Sascha und der Heidi dabei hatten, die Heidi-Messer wirklich auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. A, von der Verfügbarkeit, weil der Heidi ist ja ein Ein-Mann-Unternehmen quasi. Und natürlich vom Preis, weil ein Handmade Heidi liegt halt in ganz andere Regionen wie die Production Knives. Das war jetzt einfach ein Risiko, das Heidi und der Sascha eingegangen sind. Ich hoffe natürlich, ich habe es im Einführungsvideo, im Review, vielmehr bei der Vorstellung auch schon gesagt. Ich hoffe natürlich, dass die Messer so gut ankommen, dass Sascha und Heidi in Verbindung mit Bestek dann auch vielleicht eine Stufe höher gehen können und dann so quasi in Semikasten Wurf landen können, dass man dann für etwas mehr Geld noch mehr Heidi drin hat, also dass er dann halt die Griffe handfertigen kann oder die Klinge oder je nachdem. Einfach das Angebot ein bisschen breiter fächern kann und damit natürlich auch seine Existenz weiter sichern kann. Ist ja, sage ich mal, auch vollkommen legitim, dass ein Händler, ein Hersteller von seinen Produkten natürlich dann auch leben möchte. Soll ja auch so sein.